Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk. Ja, so wie wir das letzte Mal festgestellt haben, haben wir jetzt zwar gekauft, was wir kaufen wollten, aber wir haben nicht das Level, um uns das auch installieren zu können. Und zwar geht es ja um ein neues Betriebssystem. Also weg mit dem alten Unix-Scheißdreck hin zu einem ordentlichen Power-Betriebssystem mit GUI und allem, was dazugehört. Also das typische Windows, nur schneller und hoffentlich mit weniger Systemfehlern und Abstürzen. Aber das werden wir sehen, ob Microsoft der Zukunft gehört ja hier nicht unter die Top-Mega-Konzerne hier ein. Software-Konzerne ist da nicht dabei. Das sind alles Waffenkonzerne und Lobbyisten und Scheißendreck und Klump und Tralala, hast du nicht gesehen. Aber Software, Betriebssystemhersteller, also nichts, was schon irgendwie an Microsoft erinnern würde. Mobil, da weißt du, was passiert. Von wegen hier der große Weltenführer. Begib dich zu den Koordinaten. Gefährlicher Sog. Wisst ihr was, wenn ich da ins Wasser gehen soll? Wenn ich da ins Wasser gehen soll, dann sollte ich statt hier den Inventar war schon gar nicht ganz falsch. Das ist hier nicht richtig. Ausgerüstet. Hör auf zu stottern, wie? Hier, der. Statt dem Mad-Dings. Ich hab aber nur das Mad-Zeugs. Mad-Brötchen. Und ich bin schon wieder gefährlich hochbeladen. Sekunde. Ja, diesmal aber wirklich auf den Rucksack. Hier Krempel zerlegen. Ja, es interessiert mich alles nicht, dass, ob das besser, bunter, toller, schöner, whatever ist. Ich schieße ja eigentlich sowieso bloß mit meiner Pistole. Und die grade ich ja immer schön ab. Zeugs auch noch aufgehoben. Ja, haben wir das nicht. Ja, jetzt sind wir bei 80 von 200. Damit kann ich, glaube ich, erstmal vorläufig leben. Hoffe ich jedenfalls. Und dann soll man das tun, was ich normalerweise im echten Leben nicht tun würde, nämlich ins Wasser gehen. Ich speichere mal ab, weil ich keine Ahnung habe, was mich hier erwartet. Kommen aber keine Haie oder so scheiß Viechzeugs. Okay, das war's scheinbar schon. Drum war da die Gefahrenstufe auch so sehr niedrig. Kommt doch kein Hai hinter mir her, ne. Aber jetzt bin ich nass. Interessiert hier nur kein Schwein in Anonym City. Okay. Nicht mal mein Schatten tropft. Nicht mal den interessiert das. Na gut. Also, Inventar, Sackruck.
Volles Potenzial freigeschaltet ab Konstitution 6. Gut, ich kann aber Konstitution 6 sobald nicht leveln. Und schießt einfach nur schneller, als ich mit meiner Pistole schießen kann. Deswegen hat das mehr Schaden pro Sekunde, also DPS. Schaden ist zwar nur etwas mehr als halb so hoch, dafür mache ich mehr als doppelt so viele Schüsse pro Sekunde, was dann einen höheren Gesamtdamage gibt. Vorausgesetzt, die Streuung ist nicht so groß und man trifft auch wirklich mit jedem Schuss. Also würde ich mal sagen, jetzt nicht zwingend meins im Moment. So, dann brauchen wir wieder die Map. Ich brauch Erfahrung. Alles andere ist quasi momentan sekundär. Ich will diesen Sandowan-Dings haben, also den. Weil mit Sandowan kommt auch der Größenwahn. Den habe ich eh schon. Jetzt einfach nur noch größenwahnsinnig. Mal schauen. Normal müsste ich dann meinen Wii genauso spielen können, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Da fehlen mir nämlich diese wahnsinnig schnellen Headshots. Ich persönlich bin skill-levelmäßig zu unfähig dafür. Und ich habe mir da so ein Ding gekauft mit Bullet Time. In der Hoffnung, dass ich dann tatsächlich durch die Gegner reinrennen kann, sie erschießen kann, dann verstecke ich mich wieder 30 Sekunden, überlege kurz, nehme meine Ziele aufs Korn. Glaubst du das echt, du Wichser? Sag schon. Zoom, was ist dein Problem? Ich habe nur gefragt, ob du davon wusstest. Warum beantwortest du denn diese? So, hier ist dann zum Beispiel einfach Hücken rein und Metzeln. Hör auf, so laut zu stöhnen. Der hat jetzt aber nicht hier die Leiche gesehen, die Tote, oder? Komm, ist dein Kumpel, leg dich dazu. Nee, ist er nicht. Schön chillig und friedlich bleiben. War doch, lief doch easy hier. Herr Kumpel, vergessen umzufallen, hä?
Kriegt er hier. Was haben wir denn hier? Prozessor Andronix 300 XT, Max Disk 3, Matrix Mode, JBOD, RAID. JBO. JBO, JBO. Link in. Link Aggregation, ja. Top Swap Unterstützung, ja. Gewicht 5,4 Kilogramm. Garantie 24 Monate. Da kann garantiert nichts schief gehen. Das geht dann nach 25 Monaten hops, das Teil. Aber es ist ja eh fraglich, ob ich mit deinem Johnny im Kopf noch so lange leben werde. Hier noch Munitionsdinger. Ich wollte eigentlich nicht mehr schleichen, wenn ich das hier schon durch habe. Ja, da hinten ist auch noch was. Da schau her. Neues Item. Warum haben die hier gute Musik und warum läuft bei mir im Radio nur Grütze? Was ist denn das für ein Sender? X5 Storm 89,3. Okay. Das nächste Mal Radio fahren erinnert mich daran, dass wir das hier umstellen. Der Sender klingt nicht ganz scheiße. Für meinen persönlichen Geschmack. Das kann ja jetzt jeder sehen, so wie er will. Geschmack ist keine Frage, sondern eine Einstellung. So. Das heißt, ich mache jetzt erst diese Sachen weg, die hier schon als einfach gelten. Oder als niedrige Gefahr. Weil dann sind die weg. Ich habe keine Ahnung, wie das Belohnungssystem da dazu steht. Ob das heißt, je einfacher, desto weniger XP. Aber wenn ich dann die mittleren Dinger mache, dann kriege ich für die kleinen bald gar nichts mehr. Nein, schneller. Und ich muss auf die andere Seite. Ja, auf zu flennen. Also im Normalfall ist es dann doch tendenziell eher so, dass man so Quests auf Grün und Gelb machen sollte und für Grau kriegt man eigentlich nichts mehr. Das war Sinn und Zweck der Übung. Könnt ihr auch noch nicht so schießen, ihr Spinnerköpfe? Habt ihr jetzt das Auto in die Luft gesprengt, hinter der ich Deckung gesucht habe, ihr Zipfelklatscher, ihr Greisling? So ein trauriger Verein. Das ist doch unfair. Macht man doch nicht. Das ist ja auch aus überhaupt keinem Spiel bekannt, dass
Autos in solchen Spielen explodieren können. Das war eine total neue Erfahrung für mich. Das kann man mir jetzt echt nicht vorwerfen als noobhaftes Gehabe. Nimmst du das mit? Danke. Vielleicht sollte man dann einfach mal schnell speichern, nachdem man gelootet hat. Dann muss man nicht nach jedem Mal dumm verrecken, den Scheiß wieder neu einsammeln. Vielleicht sollte man dann auch sein Inventar. Ja, wobei es geht, das war jetzt gerade. Das ist ja noch nichts gewichttechnisch, was ich da jetzt aufgehoben habe. Ja, diesmal rennen wir aber nicht kreuz und quer über die Straße und vielleicht, bevor wir da in das Geballer reinlaufen, speichern wir vielleicht nochmal ab. Das könnte unter Umständen sinnvoll sein. Ja, bitte. Treff ihn nicht. Warum treffe ich dich nicht? Wir können dich nicht mehr foltern. Irgendwo. Deine Niere gibt's zu Mittag. Wow. Jetzt. Könnt ihr euch einfach hier auf. Los! Nee, ist klar. Arschgesicht. Meine Tanks sind durch! Und das herkommt, gibt's noch mehr! War das jetzt schon alles hier? Nein, natürlich nicht. Nur Wale. So, okay. Nix im Aschebecher. Komm, nimm das auf. Mission abgeschlossen. Ich sehe immer nicht, ob und wenn ja, wie viel Erfahrung das dafür gibt. Wahrscheinlich gucke ich da einfach zu langsam. So, irgendwelche Splitterdinger. Sorgfältig lesen. Unser neues Spielzeug sollte den Alarm um ungefähr eine halbe Stunde verzögern. Das ist genug Zeit, um einzubrechen, alles einzutüten und uns zu verpissen, bevor die Bullen aufkreuzen. Aber vergesst nicht, damit es wie geplant funktioniert, müsst ihr es zur gleichen Zeit einschalten. Wenn ihr den Strom zum Gebäude kappt, zur gleichen Zeit, sonst seid ihr am Arsch. So, irgendwer von euch hat wohl Scheiße gebaut. Ich meine,
ich kann mich täuschen, aber ihr schaut für mich so aus, als wärt ihr am Arsch. Ach, Herr Polizeieimer, Sie leben ja auch noch. Auch noch was rum? Eben mal dieses fleißige eingesammelt. Wie ein Bienchen. Ach, nee, Takamura. Takamura kann warten, bis er schwarz wird, dann gewöhnt er sich dran. Der soll erstmal zuschauen, dass er wieder fit wird. Der hat ziemlich kaputt ausgeschaut. So. Ging immer noch Level 11. Ich brauche 3 fucking Level. Das werden noch ein Haufen Nebenquests werden. Da haben wir hier, da unten haben wir noch was Niedriges. Ansonsten haben wir hier eigentlich einigermaßen aufgeräumt im Bezirk, würde ich sagen, oder? Hier, es ist. Der Polizei soll mal schön brav Danke sagen, dass wir hier ihren Job für sie machen. Ja, das. Neutralisiere die Bedrohung. Genau. Beweismaterial. Aber diesmal explodiert die Scheißkarre nicht. Also wir sichern die Bezirke, während die Polizei pennt. Naja, aber die können ja nichts machen. Ich meine, die haben Angestellte, deren beste Freunde sind Schildkröten. Und wenn die dann sterben, dann scheiden sogar diese Top-Mitarbeiter aus. Das ist das, dass die Polizei. Danke. Dass die Polizei da ein Problem mit Personal hat, das kann ich durchaus verstehen. Weil die eine Hälfte ist zu dumm und schießt sich selbst in den Fuß. Und die so Straßenkämpfe überleben, die ziehen sich zurück wegen dem Psychotrauma aufgrund der verstorbenen Schildkröte. Alles schon erlebt. Sag Herr Mönch. Ein DeLorean. Zurück in die Zukunft. Fahren hier massig rum. Da kommt wer grün. Ich will wenigstens so in die Richtung kommen. Danke. Jetzt zackt er andersrum, oder wie? Jetzt langsam gar nichts mehr. Verlass mich hier nicht mehr drauf. Da hat es mir aus den Latschen kaut. Es findet das behalten? Hey, wie? Ein Freund von mir braucht Hilfe. Hat sein Auge verzockt und will es zurück. Also ein Implantat. Sollte richtig leicht verdientes Geld sein. Was meinst du? Details anbei.
Jacob Lamb hat mich angerufen. Er ist ein Freund von mir, ehemaliger Regisseur. Wir kennen uns von früher. Seitdem Bushido X Verluste in... Echt jetzt? Bushido X Verluste in Millionenhöhe eingefahren hat, ist Jacob nicht mehr an einem Set gewesen. Die haben das Leben von Bushido verfilmt. Das musste ja floppen. Sorry. Heutzutage verdient er sich seinen Scope als Kartenspieler. Und vor einiger Zeit hat er sein Glück in dem illegalen Tiger Claw Casino versucht, das hinter diesem Fresstempel Cashew Hunting liegt. Leider hat er sich da aber verschätzt und versucht, seinen Einsatz zurückzugewinnen. Erst war seine ganze Kohle weg, dann sein Ehering und schließlich eins seiner Optikimplantate. Jacob will das Implantat zurück. Ich schicke dir die Koordinaten des Casinos. Wie genau du das Ding bekommst, überlasse ich dir. Das sind deine Prioritäten. Besser die Optik als den Ehering. Warum hat er nicht gleich seine Frau gesetzt? Er hat gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Kein Eude, kein Geschrei. Verfolge ich das jetzt oder verfolge ich das jetzt nicht mehr? Ich verfolge das jetzt noch. Okay. Und angewählt ist immer noch die Takamura. Ich habe das nur gelesen, nicht verfolgt. Das, werden wir dann bei Gelegenheit natürlich noch unbedingt machen müssen. Was zum... Zurücktreten, sofort! Wollte noch gar nicht hier runterfallen, jetzt müsste wieder hoch. Wenn der mich angreift, muss ich ihn erst erschießen. Das hilft nichts. Das Was seid ihr eigentlich für Idioten? Batsching. Die alles wegwerfen. Frage, werfen sie es weg oder spülen sie es einfach im Klo runter? Das landet dann von alleine hier. Sehr geehrter Mr. Griffin, nein, wir überprüfen den Inhalt der Urnen in unserem Kolumbarium nicht. Allerdings empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich unsere Nutzungsbedingungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie die Asche Ihrer Angehörigen bei uns lassen. Insbesondere Abschnitt 7.8 Verbotene Substanzen. Mit freundlichen Grüßen, Jerome Callagher. Customer Support Specialist North Oak Columbarium. Okay, das war's. Und wegen so einer Nachricht haben die hier so einen Scheißaufstand gemacht.
Meine, da sind jetzt 4 Leute für gestorben, für den Toten. Fällt mir hier wirklich fast zu ein. Ja, wir haben wieder Gewicht. Jetzt haben wir wieder weniger Gewicht, aber immer noch. Eleganter Neongewebter Jacke. Okay. Das Ding werde ich niemals nie nicht tragen. Es taugt alles nur zum Verbessern von dem, was ich habe. Grüne Hose wäre eine Überlegung. Kegelhut. Nein, 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 nein. Ja. Aber das muss man sich jetzt mal tatsächlich angucken. Jetzt ist das für oben drüber. No. Selbst wenn es besser wäre. Passt das nicht zu meinem Wie? Schaut ein bisschen aus wie reingekackt. Egal. Und was anderes als ein Cowboy-Hut werde ich nicht anziehen. Ja, gut. Also für Recht und Ordnung sei gesorgt, würde ich mal sagen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder darum geht, weitere Level zu machen. In diesem Sinne, macht's es gut, bleibt gesund, haut's rein und tschüss.